meine Lieben, und herzlich willkommen auf meinem Kanal Lieblingsdinge. Ich bin Aminata und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, und heute gibt es wieder ein Unboxing zu einer oder ich würde sagen zu zwei Wundertüten. Ich war wieder in der Parfümerie unterwegs und diesmal in Berlin, da wo ich lebe, dachte ich mir, da gucke ich doch auch mal in den Parfümerien. Und ihr habt ja auch schon die Köln-Wundertüte gesehen, ihr habt schon mein Tauschpaket mit Beauty Place bei Lara gesehen oder meine Tausche-Wundertüte eher, wo ich ihr auch schon eine Wundertüte aus Berlin geschickt habe und sie mir eine geschickt hat. Und ich habe nochmal in einer anderen Parfümerie aus Berlin mir auch zwei Wundertüten gekauft, die ich jetzt mit euch auspacken werde. Und wir haben hier einmal eine Wundertüte für Herren und einmal eine Wundertüte für Damen. Und das packen wir beides zusammen jetzt aus. Eine Wundertüte hat jeweils 10 Euro gekostet und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde sagen, wir fangen mit den Herren an, weil eine Wundertüte für Männer habe ich noch gar nicht ausgepackt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Hier, die sieht, ich kann sie euch zeigen, aber die sieht genauso aus wie die andere. Ist halt so ein bisschen wie eine Schultüte. Und auch in der gleichen Optik so. Und wenn man die Wundertüte aufmacht, dann sieht man sofort einen Duschschwamm. Und der ist richtig cool. Bis jetzt, wenn Duschschwämme in einer Wundertüte oder in einer Box waren, waren die immer so relativ klein. Und der ist schon etwas größer. Also der gefällt mir gut. Den werde ich definitiv benutzen. Wenn ich dann auch mal den in meiner Dusche austausche, dann kommt der als nächstes dran. So, da müsste jetzt auch ein Duschgel drin sein, damit das zusammenpasst. Ne? Ich kippe mal die Wundertüte aus. Oh, okay. Hier sind... Also hier sind 4 Tuben drin mit jeweils 75 Milliliter und es sind immer 2 gleiche. Also wir haben hier 2-mal eine Dusche, also ein Duschgel, da steht Kräuterkosmetik drauf. Und dann haben wir 2-mal eine Sportkörperlotion. Ich werde jeweils eins aufmachen, weil ich habe ja 2 davon. Und dann können wir mal daran schnuppern. Ich finde erstmal gut, dass eine Bodylotion und eine Dusche drin ist, ein Duschgel drin ist, passt auch perfekt zu dem Schwamm. Aber warum das gleich 2-mal drin ist, naja, egal. Wir machen es auf, ich möchte das einfach wissen, wie das schnuppert und deswegen mache ich das jetzt. So, was habe ich jetzt auch schon? Ja, also das riecht sehr gut, das riecht überhaupt nicht männlich oder so. Das kann ich mir vorstellen auch zu benutzen. Riecht ein bisschen kräuterig, erfrischend, also das riecht sehr, sehr gut. Ich denke mal, dass die Bodylotion jetzt genauso riechen wird, aber ich möchte sie auch ausprobieren. Ah, okay, das riecht schon viel, viel männlicher. Das ist eine Bodylotion, die sehr, sehr weich ist, also sie kommt schnell raus und der Deckel geht nicht mehr zu. Ja, also das das riecht sehr krass. Jetzt habe ich es auf den Händen. Es riecht sehr, sehr männlich. Und es riecht sehr männlich und es riecht sehr kräuterig und es riecht sehr stark. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall, sind es 2 Düfte, die zu ertragen sind. Dann haben wir hier eine Sache, die ich noch nicht so rausfinden kann. Hier steht drauf Heimathafen. Und hier steht drauf Schafmilchseife. Ach, das ist Schafmilchseife, aber eine ganz, ganz kleine. Ist auch schon kaputt, die Tüte, dann kann ich es auch aufmachen. Sehr interessant. Also das ist wirklich mal nur zum Ausprobieren. Es ist ein Seestern, aber eine Mini-Mini-Seife. Ich habe das Gefühl, das ist für eine Anwendung. Aber riecht nach gar nichts. Ist aber sehr interessant. Schafsmilch, es ist bestimmt sehr, sehr pflegend. Ja. Sehr cool. Ah, hier sind 2 drin. Okay, für 2 Anwendungen oder so. Auf jeden Fall sind hier 2 drin. Und da bin ich ja mal gespannt, wie lange das hält, bis so ein kleines Ding alle ist. Ich mag normalerweise feste Seife gar nicht, aber das würde sich ja mal lohnen auszuprobieren, weil es auch so klein ist. Dann haben wir hier von Shiseido Man eine Cream. Einfach so eine Day Cream. So eine kleine Probe. Und dann haben wir noch eine Parfümprobe von Dior. Und das war die Männerwundertüte. Also 2-mal Körperlotion, 2-mal Duschgel, 1-mal Seife, 1-mal eine Gesichtscreme, eine Parfümprobe und der Schwamm. Im Großen und Ganzen eine
gute Wundertüte. Ich hätte mich gefreut, wenn noch was anderes drin gewesen wäre und nicht zweimal das gleiche, aber selbst das ist in Ordnung. Und die Männerwundertüte ist jetzt alle. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schon mal schreiben, wie findet ihr die Wundertüte für die Männer? Würdet ihr die kaufen oder sagt ihr, ach, das muss gar nicht sein? Und jetzt würde ich sagen, switchen wir gleich zur Damenwundertüte rüber. Und die ist relativ schwer, also ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, die hat auch 10 Euro gekostet. Okay. Hier ist auch einiges drin und oft, ich sehe auf den ersten Blick sofort, dass es eine Reihe ist. Und zwar haben wir hier einmal eine Bodylotion, ein Showergel und eine Hand- und Nail-Cream und alles von der gleichen Marke. Happy Holidays von AC. Und von diesen Produkten hatte Beauty Place bei Lara auch was in ihrer Wundertüte, die ich ihr geschickt habe. So sieht es aus. Ich muss sagen, ich finde es wirklich sehr cool. Die großen Produkte haben jeweils 200 ml, kleines Produkt 60 ml. Und ich finde es einfach voll schön, weil man hat so ein richtig schönes Set, Bodylotion, Showergel, Handcreme, man kann es so richtig schön benutzen und das riecht bestimmt auch sehr lecker. Das soll nach Frosted Berries riechen, also sehr interessant, aber ich glaube, die sind noch verschweißt, aber oh, man kann das schon so riechen. Das riecht sehr, sehr angenehm, sehr schön, also das richtig cool. Sieht richtig süß aus mit dem Pinguin und so. Dann haben wir auch von Shiseido noch auch eine Eye Contour Cream. Und wir haben auch eine Parfümprobe von Lacombe. Und die sieht so aus. Also ich muss mir eigentlich mal angewöhnen, mehr Parfümproben zu benutzen. Wenn man die schon mal hat, so kann man wirklich gut neue Parfüms ausprobieren. Das finde ich sehr cool. Und das war eigentlich schon die Damenwundertüte. Also ich zeige es euch nochmal von näher. Wir hatten einmal diese wunderschöne Bodylotion hier drin. Dann einmal das passende Duschgel dazu. Und einmal die passende Handcreme dazu. Sehr cool, wirklich, sieht so süß aus, wenn es so alles nebeneinander steht. Und dann haben wir hier nochmal diese beiden Pröbchen. Also ich muss sagen, Wundertüten wären, glaube ich, meine neue Favorite-Sache. Ich bin so begeistert von Wundertüten. Ich freue mich auch, dass ich so eine kleine neue Reihe gestartet habe, dass ich auch mit euch die Wundertüten auspacke, weil es einfach wirklich Spaß macht. Ich finde, beide Wundertüten haben sich gelohnt. Ja, hat 10 Euro gekostet. Kann ich euch jetzt nicht sagen, ob dieses Set hier 10 Euro kostet oder nicht. Aber grundsätzlich für 10 Euro macht man nichts falsch, eine Wundertüte zu kaufen. Und so hat man einfach mal neue Dinge zum Ausprobieren. Und ich würde sagen, das war's schon mit dem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, um nichts mehr zu verpassen, keine Wundertüten mehr zu verpassen. Lasst mir ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!